sind, glaube ich, eines der multifunktionalsten Stadien in der deutschen Sportlandschaft oder in der deutschen Stadionlandschaft. Es gibt andere wie Schalke oder wie Düsseldorf, die natürlich auch Qualitäten in der Multifunktionalität haben. Uns zeichnet einfach aus, dass wir natürlich auch sehr viel anderes an Events und Veranstaltungen bringen, installieren, aber auch Veranstaltungen und Konzertveranstalter betreuen und dadurch eine sehr, sehr hohe Anzahl an Veranstaltungen im Jahr durchführen. Einfach die Funktionalität und die Möglichkeiten, die das Gebäude, die Struktur des Gebäudes und die Möglichkeit aus der Idee heraus, es zu nutzen, bestmöglich zu nutzen, wie man damit entsprechend arbeiten kann und was für Ideen man einfach entwickeln kann auf Grundlage der Struktur des Gebäudes, der Ideen, die andere vielleicht haben, die man auf das Gebäude oder auf unsere Strukturen anwenden kann und zu zeigen, okay, es gibt Möglichkeiten, auch Dinge mal in einem Stadion zu probieren, die man vielleicht sonst im Stadion nicht tut. Also wir haben seit 2014 den Hashtag oder die Marke Dein Stadionsommer in Frankfurt installiert und führen unter dieser Marke verschiedene Sommerveranstaltungen zusammen. Sei es jetzt die Vermietung und die Nutzung durch Konzertveranstalter, Robbie Williams oder die Coldplay-Veranstaltung im letzten Jahr oder Eigenveranstaltungen, die wir selbst organisieren, die wir selbst entwickelt haben, mit unserem Team, mit Leuten aus unseren Strukturen oder mit Partnern zusammen, damit wir entsprechend im Sommer Content in der Phase haben, wo normale Stadien oder wo Fußballstadien eigentlich sonst Sommerpause haben. Zum einen lernt man natürlich durch entsprechenden Austausch. Man vermittelt, aber man lernt natürlich auch durch die Rückmeldung oder die Fragestellung vielleicht auch neue Dinge einfach kennen. Und dass man sich jetzt auf seine Insel zurückzieht und sagt, wir machen nur das und wir gucken nicht, was rechts oder links von der Insel passiert, wäre fatal falsch eigentlich. Und deswegen macht es ja schon auch Sinn, ja, Leute aus der Branche, die sich für gewisse Dinge interessieren, auch mit unseren Erfahrungen ja, zu bestücken und ihnen diese Erfahrung weiterzugeben, damit man auch daraus ja wiederum etwas lernt oder daraus was entwickelt, wovon wir vielleicht auch am Ende des Tages wieder profitieren, weil wir sagen, okay, der Club in Holland hat irgendetwas entwickelt oder irgendwas weiterentwickelt, was wir gemacht haben oder neu und wir können es auch ja, übernehmen oder irgendwo was davon lernen. Die wir natürlich haben, ist nochmal nicht kopieren, weil kopieren, das wäre das Schwierigste, aber Dinge einfach zu verändern, Dinge, die man irgendwo gesehen hat, wo man sagt, oh, das könnte was für uns sein, zu entwickeln, zu strukturieren, mit Partnern zusammen weitere Positionen kennenzulernen, auszubauen, Dinge von klein auf groß zu entwickeln, von Indoor auf Outdoor, von Winter auf Sommer oder von Sommer auf Winter, einfach zu gucken, Möglichkeiten zu finden, was gibt es denn, es muss das Rad nicht neu erfunden werden, was gibt es denn und was kann man denn einfach woanders sehen, lernen und dann vielleicht hier in einer anderen Form und Art und Weise übertragen und entsprechend neu machen oder besser machen.